Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Stefan. Wir befinden uns in der Dotz-Garage. Richtig. Und zwar. So oft. Ja. Mein Handy ist schon erledigt. Sonderepisode. Richtig, wir machen heute eine Sonderepisode. Heute geht es speziell um das Thema Rad. Felgen. Felgen. Im Volksmund Felgen genannt, richtig. Ja. Ich sage Felgen dazu. Ja, ich sage Rad. Aber im Prinzip geht es natürlich einfach darum, dass dieser Z4, was wir da gebaut haben, spezielle Anforderungen stellt an uns. Wir machen alles, Fitment und Design. Von A bis Z. Und das machen wir im Büro. Ich habe da, also ich arbeite ja normal nicht hier. Okay. Ich arbeite schon im Büro. Na gut. Ja. Und so verbringst du deinen Arbeitsalltag im Büro. Bitte? Ich bin gerade total unkonzentriert. Warte kurz. Bitte. Das erkläre ich uns kurz einmal aus, was wir für Einbrechstiefel brauchen, wie breit damit die Räder werden. Oder geworden sind. Und fertig. Ich muss kurz aufschauen. Jetzt haben wir eine 9,5-19 mit ET40, Arevo, ganz normal drauf, mit 55mm Spurplatten und 80mm bis zur Kante raus. Also bis zur Rathauskante. Das heißt, wir haben eigentlich effektiv einen 9,5-19 mit die 55er, ET40er ergibt eine effektive Einbrechtiefe von ET-15. Und 18 mm bis zur Rathauskante, ganz nach außen. Das heißt, wir rechnen da oben 5 mm Spazi ab. Das heißt, wir sagen, wir nehmen eben 13 mm. Wollen wir raus, ja? Ja. Wir nehmen eine 10,5er Breite. Mhm. Das heißt, die ist um einen ganzen Zoll breiter. Innen jetzt. Normbreite. Das sind 25,4 mm. Das heißt pro Seite um 25,4 durch 2. Also um 13 mm. Das heißt, bei selber Einpresstiefe kommt in 13 mm weiter raus, wie die jetzige. Das würde bedeuten, dass wir eigentlich genau dort sind, wo wir hinwollen. Das heißt, das wäre immer so. Wir werden 10,5-19 ET-15 verwenden. Okay. Fitment Hinterachse. Vorne haben wir eigentlich ja weniger Platz wie hinten. Weil da steht Schrauber schon relativ weit draußen durch unseren Weißfab-Kit, ne? Sind nach außen gewandert, ja? Genau. Da haben wir eigentlich nur 10 mm Platz nach außen. Ja, weil vorne haben wir jetzt ja 8x19 ET48. Wieder, wenn wir wieder einen Zoll breiter werden, nämlich auf 9 gehen. Das heißt, statt 8x19 ein 9x19. Das ist wieder genau ein Zoll breiter, das heißt wieder die 13 mm nach außen und nach innen. Aha. ET48 kann man. Dann nehmen wir halt dann nicht nur 5 mm Sicherheit, sondern nur 4 und machen da ein ET50. Also machen wir ein 9x19 ET50. Problem ist, wir müssen das auch reinpressen, eben weil eine relativ große Bremse verbaut ist. Die geht relativ weit nach außen, dass die können vorne nicht konkav werden, einfach, weil halt einfach das Rad schon relativ weit draußen steht und die Bremse riesengroß ist. Und um die müssen wir halt herumbauen. Und wir haben jetzt eben gerade das Revo montiert und das hat eben genau die 3 mm Platz zur Bremse, die man eh schon braucht. Das heißt, das ist eine Hinterkontur, wird auf jeden Fall die Hinterkontur vom Vorderrad, wird auf jeden Fall mal die Revo-Kontur sein. Mhm. Und nach vorne halt ein Platz, wie halt will. Aber die hintere ist einmal fix, also die Hinterseite der Speiche. Weil sonst steht man auf der Bremse, kann keiner brauchen. Du weißt jetzt, wie groß die Felge sein soll, vorne, hinten. Genau, ich weiß die ganzen, die oben. Also ich weiß, ich, das, genau, ich weiß jetzt, ich will 10,5 mal 19, mit die minus 15 am hinten. Und vorne eben die 9x19 mit die 50. Okay. Und jetzt geht's an den kreativen Part.
cool wird, wenn ich das ein. Das passiert ja alles im Kopf, das kann ich nicht erklären. Ja, aber passiert da das am PC oder kommt das. Du, das ist verschieden, Stefan. Mach mal am Wochenende beim Bär, wenn wir zusammensitzen oder wenn ich auf der Straße spazieren gehe oder wenn ich irgendwas sehe oder so. Ich kann auch nicht speziell sagen, wie mir das einfällt. Na, siehst du dann das fertige Rad oder entsteht das dann erst beim Zeichenprozess? Im Prinzip, also, ich habe eine grobe Vorstellung. Also ich habe eine grobe Vorstellung, wie das Rad ausschauen wird. Aber so richtig erst entsteht es dann am Computer, weil du ja dann fängst du wirklich in Details zum Arbeiten an. Du hast ein bisschen ein Grundkonstrukt, hast du im Kopf, wo du sagst, das möchte ich jetzt zeichnen, das möchte ich designen, und dann, wenn du das Grundkonstrukt einmal hast, das einmal am Computer hast, dann arbeitet das Ganze eigentlich erst richtig aus. Das heißt, da kommt da noch der Teil dazu, da noch der Teil weg, das wird verstärkt, das wird weniger. Das sind, ein Rad lebt davon, extrem viele Features, die zusammengewürfelt sind. Und dem muss man halt. Aus den Details. Ja, aber den musst du dann natürlich so zusammenfügen, dass das Ganze anspruchsvoll, also ein ansprechendes Bild ergibt. Ne? Ich wollte für das Auto speziell einfach. Ich wollte mal was Modernes machen. Was Modernes machen. Das bedeutet, ich wollte mal ein konkaves Rad mit einem Tiefbett machen. Und was ich machen wollte, ich wollte eigentlich einen Dreiteiler machen, einfach nur, weil mir das sehr gut gefällt, wenn du jetzt einen farbigen Stern hast, der Stern aber quasi ins Bett hineingeht und du somit ein 3D-Effekt kriegst. Also das polierte Bett, wenn du ein poliertes Bett hast und hervorgehoben hast noch einen Stern. Und das kriegt dann einfach eine gewisse Tiefe, wenn hinten das polierte Bett dann noch weitergeht. Okay. Und ich wollte einfach, ich wollte zwar Kreuzspeicher machen, aber halt nicht dieses typische 10 Speichen BBS-Teil, sondern einfach etwas Moderneres. Okay. Und so entwickelt sich es halt dann. Also da gibt es natürlich verschiedene Evolutionsstufen. Also bis ich ein Rad fertig habe, habe ich ungefähr, es gibt drei Räder, da habe ich 5 Versionen. Das ist so das Mindeste, was du hast. Und dann hast du halt Auswüchse bis zu 15 verschiedene Versionen, wo ich selber nicht mehr weiß, was mir am besten gefällt hat. Okay. Aber das ist halt schon ein Designprozess, das ist nicht einfach so, dass du sagst, das mache ich jetzt und dann bin ich fertig. Mein Problem ist generell, ich könnte ewig weitermalen. Also es ist jetzt nie so, dass ich sage, es fällt mir gar nichts mehr ein. Aber irgendwann muss man sich auch sagen, okay, aber jetzt ist genug, bis daher und nicht weiter. Da arbeitest du dann mal die ganzen technischen Sachen eben auch ein, ne? Weil du ja dich durch technische Sachen wie ein Bremsen zum Beispiel, Durchmesser, jetzt in dem Fall eben die verschiedenen Betten, die du hast, den Anschraubdurchmesser, also den Lochkreis für die Anschraubbohrungen, wo du den Stern dann reinschraubst. Da bist du schon ein bisschen limitiert und das musst du da berücksichtigen im Designprozess. Dann schauen wir mal am Bildschirm von deinem wunderschönen Programm. Yes. Und vernünftig, ich hätte sagen, wir haben da jetzt einmal ganz einfach die zwei Betten, die wir haben. Wir haben hinten ein ganz normales Aluminiumbett und vorne ein Edelstahl-Außenbett. Die 3D-File, das habe ich jetzt eigentlich nur mal selber so gezeichnet. Ich habe mir natürlich schon im Vorfeld so ein Bett gekauft und habe das eben so vermessen, weil für das Bett gibt es leider kein Zeichnen. Das heißt, ich habe das mir alles abmessen mit der Schiebelehre und auch den Lochkreis ausmessen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt einmal so meine Basis, wo ich halt ausgehe, wo ich sage, da kommt jetzt dann mein Design halt rein. Aber prinzipiell fange ich mal an mit einer Speiche? Mit einer Speiche. Wirklich? Ja. Das schaut dann so aus. Relativ wild halt. Ja, arg. Und dann schneiden wir da einmal so die Hauptkontur, die Frontkontur rein. Das ist einmal so die Außenkontur vorne. Das Ganze ein bisschen abzukürzen, das kommt halt ein bisschen runter. Siehst du, das Speicher, dadurch, dass der aus verschiedenen Ebenen besteht natürlich aus verschiedenen Körpern auch. Das heißt, ich habe da glaube ich 4 Körper, was halt eine Speicher ist. Oder 5 glaube ich sogar. Und da siehst du schon, es setzt halt dann relativ langsam. Ich weiß nicht, erkennt man da jetzt schon was? Oder? Kannst du dir was darunter vorstellen? Ja, ich kann mir was vorstellen, ich finde es spannend.
dann hast du halt die ganzen Formschrecken drauf, die du halt für die Entformung und so weiter brauchst, für die Fertigung und so weiter, das musst du natürlich auch alles berücksichtigen. Und dann schneidet man da schon mal die Bremse rein, das heißt, das ist ja schon ganz gut eigentlich, wie das da von der Schäpe dann schon daherkommt. Kürzt man das eigentlich zusammen, also das, dadurch, dass das Rad jetzt eine, ich sage mal, eine 5 Kreuzspeicher ist, fange ich quasi mit ein Zehntel von dem Rad halt an. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe jetzt 36 Grad, zeichne ich die eine Seite von der Speiche, die im Prinzip fix fertig, weil sie ja symmetrisch ist. Bei einem asymmetrischen Rad muss ich das anders machen, aber bei dem jetzt nicht. Das heißt, ich spiegel das ganz einfach und dann ordne ich quasi erst das ganze Rad an. Dann habe ich da jetzt noch die ganzen die Schraubbohren angeordnet, damit ich halt sehe, dass das halt auch die Schrauben, die Verschrauben genau dort sind, wo ich es brauche und nicht halt irgendwo liegen. Dann ordne ich schon das ganze Rad im Prinzip an. Das schaut dann so aus. Extrem geil. Und da ist jetzt so, das ist halt natürlich, ich zeichne die Bolzenlöcher und Kappensitz und so weiter, das kommt erst immer später rein. Das kommt jetzt in den weiteren Schritten dazu. Man redet für abgekürzt. Schaut jetzt relativ easy cheesy aus, dauert aber schon eine gewisse Zeit, bis man das so weit halt hat. Weil Designer gibt es ja nicht nur aus Ideen und so weiter, weil wie da und tut natürlich auch ein bisschen gerne was anderes machen und so weiter. Aber das Ganze wird natürlich auch FEM berechnet, statisch berechnet. Okay. Auch wenn das jetzt ein Konzeptrad ist, berechne ich das, beziehungsweise dimensioniere das genauso wie unsere ganzen anderen Serienräder auch. Das heißt, es wird wirklich berechnet, da gibt es dann. Da wird quasi der TÜV-Versuch nachgebaut am Computer und ich bringe halt dann nachher da die Last auf, die halt auch der TÜV bei der Prüfung an sich aufbringen würde. Okay, aber jetzt, um das Ganze voranzubringen, ja. Die Teile sind bestellt und kommen oder sind dann jetzt auch schon gekommen? Im nächsten Schnitt sind sie schon gekommen. Schauen Sie die dann jetzt auch an? Und bauen, yes. bauen das einmal zusammen. Ja, genau. Was lachst du? Nein, ist ja okay. Ja, komm. Ja. Ab in die Werkstatt. Ab in die Werkstatt, nicht? Bis der Stapler da vorbeigefahren ist. Das ist das Außenbett, das ist ein Aluminiumbett und das ist ein Edelstahl Radinox Außenbett, hochglanzpoliert. Und das ist unser alugeschmiedet gefräster Stern. Ist das jetzt für die Vorderachse oder für die Hinterachse? Das ist für die Hinterachse. Okay. Das wird jetzt quasi, das ist ein 7,5er Bett, das ist ein 3er, das heißt, das ist ein wieder 10,5er breites Rad. 10,5 J. Und der Stern hat quasi, das Ganze zusammengebaut hat dann, ist dann 10,5, 19, ET minus 15. Ja. Und das werden wir jetzt zusammenbauen. Das ist ja die Dichtfläche. Da werden die zwei Betten ja zusammengeschraubt. Ja. Das bedeutet, da ist ja, in dem Bereich ist dann Luft, weil da kommen ja Reifen drüber. Das heißt, diese Fläche dichtet nachher die Luft ab. Das heißt, dieser Ring muss man natürlich abdichten. Das macht man dann auch Karosseriedichtmasse oder je nachdem. Am besten irgendwas, was auch ein bisschen hitzebeständig ist. Und dauerelastisch wäre auch nicht so schlecht. Gibt es ja verschiedene Sachen, die man machen kann. Und jetzt dann vorerst, also als erstes werden wir da also mal die Dichtmasse aufbringen und dann stecken wir das Ganze mal zusammen und dann wird es verschraubt. 30 Mal verschraubt. Knie nieder. Ventil ist drinnen. Ventil ist drin. Rad ist fix fertig. Jetzt gehen wir es mal zum Z4 halten, damit wir sehen, wie das ausschaut. Weil da haben wir ja schon die Straßenversion oben auf unserem Z4. Das ist quasi, das ist unser Konzept Design für Z4. Und von diesem
Designkonzept gibt es auch eine Straßenversion, das ist quasi unser nächstes Universalrad, was halt mit der Saison 2019 im Frühjahr dann im Verkauf erhältlich ist. Tief. Schauen Sie. Wahnsinn. Ja. Wir haben uns vorher schon ausgemacht, was du jetzt sagen wirst. Genau. Bitte. Ja, stimmt. Mein Kurzzeitgedächtnis ist ein Horror. Nein, ganz kurz kann man sagen, das war jetzt für dich das erste Mal, dass du so ein Konzeptrad auch produziert hast, quasi. Lassen ja. Hast du. Also in der Regel konstruiere ich und designe ja, wie gesagt, für verschiedenste Autoräder, also für alle. Straßenversionen? Genau, Universalräder eigentlich. Und das war das erste Mal eigentlich, dass man wirklich für ein Auto eine spezielle Strahl entwickelt hat. War eigentlich eine sehr spannende Geschichte, war wirklich geil, weil man sich auch designtechnisch wesentlich mehr austoben kann, eben was Konkavität betrifft und so weiter und so fort, weil einfach die Parameter leibend da sind. Muss auch ehrlich sagen, mir taugt das Ergebnis extrem. Bin auch echt happy mit dem Design, mir taugt es wirklich. Finde, es passt auch bei Fehler von der Z4, es ist auch sehr modern, einfach so, wie es momentan ausschauen muss, mit der Kombination aus Tiefbett und Konkav, finde ich das eigentlich richtig leibend. Und ich hoffe halt, das taugt den anderen auch so, wie es halt mir taugt. Schon freue ich damit. Das ist eigentlich unser Abschied für unser Spezial. Sonderepisode nennen wir es ja immer. Sonderepisode, Entschuldigung. Ja, Sonderepisode. Sonderepisode, Räder-Spezial, ich weiß es nicht, wie man das jetzt dann wirklich nennt. Aber es ist aus für heute. Ja. Oder? Ja. War sicher spannend für alle. Extrem für mich auch, muss ich sagen. Es ist sicher super. Ja. Extrem viel Interaktion, weil es waren sehr viele andere Akteure dabei heute. Ja. Und in diesem Sinne. Halt. Bussi, Papa. Bussi, Papa.